So, was steht jetzt noch auf dem Programm? Wir haben das Mädchen gerettet. Wir gucken uns jetzt hier noch die Halle nochmal richtig an. Und vielleicht mit dem jetzigen Klöppel, den wir da haben, können wir den Dicken da eins auf dem anderen Turm eins überhelfen. So, hier war das mit dem Wasser. Ich gehe mal noch weiter hier hinten gucken. So, hier sind diese Durchgänge, was auch immer die machen. Was haben wir hier hinten? Es muss eine Statue des Lord Asriel sein. Okay, den haben wir ja auch. So, hier hinten ist zu, richtig? Hier ist auch noch so ein Ding. Oh Gott, ist das riesig. Spüre meine Macht, Mitch. Okay. Sehr gut. 81 haben wir schon. Und ich höre schon wieder was brennen. Okay. Wir haben gelernt. Waffe weg. Wir haben außer gelernt. Leider dauert das hier echt extrem lange. Speichern. Ich wette, selbst wenn ich das Spiel in RAM-Disk packen würde, würde es lange dauern zum Speichern. So. Sehr schön. Ich werde dich heute. Ah, guck mal, wir können ja hier Dauerfeuer. Oh, ich glaube, hier waren wir schon, hä? Nee, hier waren wir definitiv nicht. Hier ist die Schmiede. Oh, wer bist du? Herr Bootsmann, ich muss den Fluss des Todes überqueren. Nur die Seelen der Verstorbenen können an Bord gehen. Du bist ein Lebender. Nur dieses eine Mal. Mein Boot ist körperlos. Du nicht. Dann sage mir bitte, wie kann ein sterblicher Mann wie ich jemals hoffen, den Fluss zu überqueren? Finde die Brücke des Lebens. Jawohl, Herr. Das werde ich. Vielen Dank. Okay, wir müssen die Brücke des Lebens finden. Das, ja, ist... Denn ich wette, wenn ich hier langlaufe... Okay. Also man kann nicht alle mit Pfeilen erschießen. Was bist du hier? Das Vergießen von Blut führt zu der... Was? Führt zu was? Das Vergießen von Blut führt zu der Blässe des Todes. Das... Oh. Das Vergießen von Blut führt zu der Blässe des Todes. Das Blut der Sterblichkeit vergiftet das Land. Ah, okay. Ich muss warten, bis er wirklich fertig ist. Aber wenn er so eine elendig lange Pause lässt, denke ich, ich kann jetzt gleich losrennen, weißt du? So. Sehr gut. Pilz. Aua. Verdorbenes Blut. Woher kam es? Ich hab keine Ahnung. Verdorbenes Blut. Woher kam es? So, vorsichtig lang gehen. Ja, so viel dazu.
Da kommt noch einer. Ich sollte die andere Waffe. So. Okay. Wir sind jetzt da. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Mal gucken, was wir da finden. Hier oben scheint irgendwas zu sein. Da gehe ich mal hin. Hier ist es schräg. Ah. Von dort kommt es irgendwo. Gib mir dein Fleisch. Mein Fleisch? Das bleibt bei mir. So, zurück. Hier oben ist... Ah, hier ist wieder... oder ist es hier der Alte? Kann es sein, dass das... Nee, hier komme ich nicht hoch. Aber vielleicht hier drüben? Oh, hier ist was kaputt gegangen. Ah, hier. Aber warte mal. Wenn da oben wieder ein dicker, fetter Gegner ist... Speichern wir mal sicherheitshalber. Ich habe das Gefühl, das dauert immer länger. So, und hoch damit. Oh, das ist sehr hoch. So, und ich sollte Rennen abschalten. Gibt's hier keinen Hoch? Doch, ne? Oh, hier. Und da ist noch mal eine Ebene. Oh, hier liegen Gegenstände. Und eine neue Form von Trank. Lass mich raten, das war hier nur zum Einsammeln. Ich komme nicht höher, ne? Nee. Ich komme nicht höher. Okay, gut. Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ein neuer Stream gestartet wurde. Aber eigentlich vor 30 Minuten. Also sprich, so wie ich das eigentlich gemacht habe. Und irgendwann automatisiert kommt dann if this then that ein Tweet zu der ganzen Geschichte, wenn er das mitkriegt. Kann natürlich sein, dass es jetzt allgemein ein bisschen gedauert hat, bis er es mitkriegt. Ach, hier eine Sperrhand. Das läuft ja alles automatisiert. Vor 3 Minuten auch? Okay. Zumindest ist bei mir kein Abbruch. Nee. 32 Minuten, sagt er jetzt aktuell. So, wir sind jetzt hier. Wir könnten jetzt hier rechts rum. Oh, oh. Okay. Das wäre die richtige Richtung. Wir gehen erstmal da gucken. Hier ist wieder so eine Tür. Lass mich raten, da funktioniert der Schlüssel doch. Was haben wir denn damit geöffnet? Stopp, Sterblicher! Nicht näher! Alter, Mensch! Jetzt kann ich abhauen.
So, na toll, wir haben haufenweise Hebel hier drüben. Aber erstmal sammeln wir den ganzen Kram ein. Wenn es denn welchen gibt. Es sieht nämlich nicht danach aus. Wir haben hier mehrere Hebel. Mit dieser Tür stimmt was nicht. Ach. Da klingt doch irgendwas dahinter, da grunzt was. So. Es ist zu weit weg. Das wird jetzt spannend. Einen Code rauszukriegen. Irgendwas hat sich bewegt. Okay. Irgendwas bewegt sich. Da gibt es immer ein zweites Geräusch. Warte mal. Ah, nee. Ich kann hier immer nur einen haben. Na? Die Frage ist, wann fängt es an hier überhaupt? Die Reihe. Die bleiben manchmal hängen.
Hier muss da irgendwo Muster geben. Oder müssen wir... Mal, die Tore sind doch offen. Jetzt ist das wieder... Da ist nur ein Hebel notwendig. Die Hebel machen hier bloß diese Dinger auf, oder was? Zu weit weg. Wahrheit kam nicht kahl in die Welt, sie kam in Bildern. Man muss durch die Bilder die Wahrheit entdecken. Okay. Dann speichern wir mal bildhaft. Und dann gucken wir mal den Gang runter hier. Wahrscheinlich die andere Schalterstellung macht dann die anderen Tore auf. So, wo sind wir denn? Ach, du schon wieder. Wobei das hier nichts viel nützt eigentlich. Es ist zu weit weg. Da kommen wir nicht ran. Ah, okay. So wie Dementoren, ne? Die Viecher. Die Seele geht ein Rad der Sterne entlang und alle Dinge werden wiederkehren. Hier sind überall Gänge. Wo auch immer wir gerade sind. Da ist auch ein Dementor. Ah, Mist. Scheibenkleister. Oh, jetzt sind wieder so ein elendig langer Gang hier. Das ist ein Ankschlüssel. Okay, gut zu wissen. Was ist das hier eigentlich?
Tod gehört mir. Na toll. Aber da oben können wir wahrscheinlich hin. Ja. So, dann schießen wir uns mal den Weg hier frei. Und kriegen hoffweise Gegenstände. Bereite dich auf deinen Tod vor. Tonkrüge schießen, ja super. Es ist zu weit weg. So. Es ist zu weit weg. Irgendwo ruschelt noch was. Aua. So, dann gucken wir mal. Waffe wegpacken und... Toll. Verdammt. Ey. Nochmal rüber. Vielleicht sollte ich immer... Oder so. Bringt es mir was? Ja. Oh. Ich sehe dich nicht. Sehr schön. Na komm. Du hast es doch eben auch geschafft. Aber es bringt gar nichts. Wir können nur... Na toll. Hier ist wieder der Brand. Ja. Der Brand ist gut. Hier zum Brand. Da oben ist eine Brücke. Eine Brücke ist da. Wir kommen problemlos rüber. Ach, Mensch. So. Dann dürften wir doch theoretisch jetzt zu dem Typen kommen. Genau, das dürfte jetzt der Dings sein hier, der Rundgang, damit wir auf diese Plattform kommen. Dann probiere ich den noch mal zu erlegen. Aber bevor wir aufsteigen, ne, ist wieder Speichern angesagt. So. Speichern. Mal gucken, ob wir den jetzt hier kriegen. Jetzt sind wir ein bisschen stärker und vielleicht ist der schneller machbar, weil wir vielleicht mit unserem anderen Krams die Rüstung nicht durchbohrt gekriegt haben. Man sieht ja leider nicht, ob man zu... warte mal, Moment.
Erstmal Waffe wechseln. So. So, da ist er. Trete vor, Sterblicher. Ich sehne mich nach deiner Seele. Mal gucken, ob wir... Aua! Ich weiß nicht, ob wir ihm Schaden zufügen. Oh, er uns aber. Komm! Na, 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 na! Er schlägt uns! Trotzdem. Nicht runterfallen. Mann, 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 Mann. Tja, nu? Kriegen wir den überhaupt erlegt? Ich habe das Gefühl, das ist so ein unendliches Unterfangen. Ja, das ist... Mal gucken. Okay, er nimmt automatisch das Ding hoch. Ich sehne mich nach deiner Seele. Die Frage, was soll ich denn jetzt machen? Wie kriege ich denn den Typen erledigt? Ich muss mal kurz nachgucken, ob ich dazu was finde hier. Da ist eine Stange, balanciert Springhammer. Schildstück, bla, das haben wir ja. Baba, baba, baba.
Tja, wir sind wahrscheinlich schon überall durch und wissen gar nicht warum. Also wir müssen wahrscheinlich alles wieder zurück. Nun gut, die Gegner sind schon alle weg. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer hier... wie ich den da oben... Ich muss ihn vom Turm stoßen. Also war es schon richtig. Wenn es taumelt, müssen wir hin und... Was steht hier? Oben wartet schon ein Skelett auf ihn. Sobald dieser im Schwertkampf nach hinten taumelt, stellt Connor ihm nach und stößt es so vom Turm. Okay. Weil anderweitig kriegen wir den ja nicht runter. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir ihn irgendwie vom Rand drücken müssen. Aber er schiebt uns ja dann nachher immer wieder weg. Trete vor, Sterbliche. Ich sehne mich nach deiner Seele. Wahrscheinlich müssen wir es benutzen dann. Oder so. Wirst du nicht bekommen. Ja, ich muss schneller sein, richtig. Nein. Ah. Okay. Ich bin nicht in der Nähe von etwas, auf das ich klettern könnte. Gut zu wissen. Es hat funktioniert. Eieieiei. So, der ist hier rechts unten, ne? Also hätten wir den vorher auch schon erlegen können. Da ist es. Und 15 Rüstung und jetzt? Hervorragend! Das Kettenhemd wird sich wahrlich als nützlich herausstellen. Toll. Von 15 auf 16 Rüstung hoch. Na super. Aber immerhin haben wir dem einen übergebügelt. Und zwar nicht zu knapp. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.